Hamburg gibt es seit dem Sommer 2016 einen Bus, der baden geht. Er hat sich in kürzester Zeit zu einer echten Attraktion entwickelt, die in Deutschland einmalig ist. BusTV hat sich den Amphibienbus genauer erklären lassen. Start zu einer feuchten Rundfahrt in der Hamburger Speicherstadt. Und da steht das Fahrzeug in einer Optik, die, um es vorsichtig auszudrücken, gewöhnungsbedürftig ist. Was ist es also? Ein Bus, der schwimmen oder ein Schiff, das fahren kann? Das beeindruckende Projekt umgesetzt haben Fred Franken und Jan-Peter Mahlstedt. Der eine hatte die Vision, der andere das Kapitänspatent. Stellt sich dennoch zu Beginn die Frage, wie kommt man auf diese Idee? Naja, dieses Konzept einer amphibischen Stadtrundfahrt, das gibt es ja in vielen englischsprachigen Ländern, aber eben alles mit altem Kriegsgerät aus dem Zweiten Weltkrieg, Vietnamkrieg. Das ist hier anders. Solche Fahrzeuge würde man hier in Europa nur schwerlich zugelassen bekommen, außer England. Da gibt es eben diese alten Kriegsgeräte. Das ist hier anders und deswegen waren wir gezwungen, damals ein eigenes Fahrzeug zu entwickeln. Das ist weltweit das einzige Fahrzeug mit drei Antrieben, zwei redundant ausgelegte, wie gesagt, im Wasser und eine Hauptmaschine für den Straßenbereich. Es gibt zwei ähnliche Fahrzeuge, eins in Rotterdam und eins in Budapest, die aber nur einen Motor besitzen für Straße und für Wasser. Das ist hier bei diesem Fahrzeug einzigartig, drei Motoren. Der Amphibienbus ist erstaunlich hoch. Warum? Weil es ein Schiff ist und wir im Wasser natürlich ein gewisses Freibord benötigen. Das ist die Fläche, die über dem Wasser sich befindet. Und jedes Schiff braucht auch einen gewissen Tiefgang, um einfach die Stabilität herzustellen. Das ist der Grund, warum dieses Fahrzeug extrem hoch ist, mit 3,90 Meter. Und weil eben ein entsprechend großer Teil muss unter Wasser sein. Und das hier ist alles Schiffsstahl, ziemlich dick, 4 mm, hochfester Schiffsstahl. Und dadurch letztendlich ist es bedingt, dass das Fahrzeug recht hoch ist. Unsere Rampe hat eine Steigung von ca. 13%. Aber das funktioniert hier ganz gut, weil wir eben auch hoch sind, weil wir die Pneumatik haben, um das Fahrzeug dann auch auf das gewisse Niveau zu bringen. Wir haben hier unten auch noch eine Konstruktion mit schweren Lagerlastrollen. Wenn wir dann beim Reinfahren tatsächlich mal aufsetzen sollten, dann wird das hier abgefangen. So, Sie sehen hier hinten, links und rechts, also im Wasser heißt das natürlich Backbord und Steuerbord, haben wir unsere Jet-Triebwerke, das sind Castoldi Jets. Prinzip ähnlich wie eine Flugzeugdüse, es wird unten Wasser angesaugt und wird hinten rausgeschossen. Hier in diesen beiden Bereichen, einmal hier auf der linken und einmal auf der rechten Seite, hier ungefähr diese Höhe, befinden sich unsere Schiffsmotoren. Das sind Steyr-Diesel, jeweils mit 160 PS, 156 PS. Wir haben also nichts mit dem normalen? Nein, nein, wir haben in dem Fahrzeug drei Antriebe. Wir haben einmal den MAN-Hauptmotor, 6-Zylinder, 290 PS. Und haben dann für den Wasserantrieb jeweils diese beiden Steyr-Motoren mit zusammen 310 PS. Also die Höchstgeschwindigkeit, die wir im Wasser schaffen, sind 7 Knoten. Das ist schifffahrtsgesetzlich auch vorgeschrieben und entspricht ungefähr 13,5 Stundenkilometer. Und die Geschwindigkeit auf dem Land ist auf 65 Stundenkilometer begrenzt, Stadtbus M3. Gurte geht nicht, weil Schiff, ne? Auf ein Schiff sich anschnallen ist auch nicht so gut, deswegen. Das ist so das, was ich vorhin erklärt hatte, dass wir eigentlich alles das, was ein Schiff können muss, in einen Bus gedrückt haben und das, was ein Bus können muss, in ein Schiff eingebaut haben. Und da gibt es dann leider mal so Überschneidungen. Was haben wir denn für ein Fahrgestell drunter? Das ist ein TGM 18. Also vom LKW? Ein LKW-Gestell, MAN. Und wie gesagt, mit 290 PS. Wir haben das Chassis separat gekauft und dann der komplette Aufbau wurde von uns drauf gebaut und in das Chassis auch reingesetzt. Dann heißt es, der hat natürlich auch keine Einzelradaufhängung vorne, sondern normal Starrachse. Starrachse, richtig, genau. Okay. Wie fährt er sich auf der Straße? Der fährt sich relativ gut, dafür, dass das ja nun auch ein massives Gerät ist, fährt er sich relativ gut. Wir haben eben hier nur Stadtfahrt, wir haben keine Überlandfahrt, das ist ja vom Komfort her für die Leute völlig okay. Und fährt sich eigentlich besser als gedacht. Das ist auch die einhellige Meinung unserer Busfahrer, die auch alle Kapitäne sind, zwangsläufig. Aber Sie selber fahren nicht mit dem Fahrzeug? Ja, ich bin leider nicht der Mensch, der es geschafft hat, einen Busführerschein bis jetzt zu machen. Vielleicht ändert sich das. Ja, wir haben hier ziemlich massiven Rammschutz. Den haben wir einfach aus schifffahrtstechnischen Gründen. Wenn wir im Wasser sind und müssen dann irgendwann mal vielleicht anlegen oder es würde ein Beiboot Längsseite kommen und muss sich hier irgendwie abstützen, einfach um unsere Jets zu schützen. Die sind sehr fragil
Das ist alles Guss. Da muss man immer ein bisschen drauf achten und deswegen haben wir diesen Randschutz hier. Wo wären diese Jetantriebe normalerweise verbaut? Das ist Castoldi, ist ein italienischer Hersteller, der eigentlich berühmt oder bekannt wurde dadurch, dass er Rennjets hergestellt hat für Rennboote. Wir haben durch diese Jets hier eine sehr, sehr große Manövrierfähigkeit im Wasser. Das Fahrzeug lässt sich innerhalb von einer Fahrtlänge aus voller Geschwindigkeit aufstoppen. Also wir brauchen nicht mehr als 12, 16 Meter, anderthalb Fahrlängen. Das heißt, man sieht ja auch, das ist wahrscheinlich drehbar. Gelaufen. Ja, genau. Hier sehen Sie diesen Kugelkopf. Das ist im Grunde genommen die Steuerung. Die wird über eine Hydraulik angesteuert und die Jets können sich im Grunde genommen komplett zu Seiten drehen. Und Rückwärtsgang ist eben dann, der Rückwärtsgang wird eingelegt, indem diese Klappe hier runtergefahren wird mit Hydraulik, der Strahl dagegen geht und dann hier wieder rausschießt und dann rückwärts fährt. Wissen Sie, wie der Wendekreis auf dem Wasser ist? Wir drehen im Grunde genommen auf der Stelle. Okay. Wir haben keinen. Also deutlich wir können, länger als auf der Straße. Ja. Also das Fahrzeug lässt sich im Wasser mindestens genauso gut navigieren wie auf der Straße, wenn nicht sogar besser, eben durch diesen Jet. Mhm. Hier denn anders? Oh ja, hier vorne geht's schon mal los. Anders ist zum Beispiel, dass wir hier drunter unsere Ankerwinde haben, die wir auch nur im Wasser benutzen wollen, wenn überhaupt. Auf der Straße wäre das nicht so gut, wir haben ja vorne unseren 50 Kilo Anker. Das ist im Grunde genommen der Bereich, wo es losgeht mit Schiff. Das ist unsere Gashebel-Mimik für die beiden Schiffsdiesel im achteren Bereich. Das, was Sie hier alles sehen, ist Bus. Und alles, was Sie auf der linken Seite hier sehen, das sind die Steuerungen für die Jets und für die Schiffsdiesel. Dann hier im oberen Bereich sind unsere Temperaturanzeigen. Die befinden sich hier. Sicherungspanel, Klimaanlage, Standheizung, Radio. Hier haben wir zwei Funkgeräte, die wir brauchen. AIS, Schiffskennung, die wird ständig, ist die an im Wasser und überträgt unser Signal, sodass man das Fahrzeug auch auf dem Wasser verfolgen kann über Internet, bei Vessel Finder zum Beispiel. Und hier ist unsere Feuerlöschanlage für den ganzen Maschinenbereich, der sich unter uns befindet. Vorgeschrieben? Ja, natürlich. Schifftechnisch vorgeschrieben, genau. Und wozu die Glocke? Die Glocke ist tatsächlich ein von der Schifffahrtsbehörde aus bedungener und geforderter Sicherheitsartikel, der an Bord sein muss, diese Glocke. Das ist ein Signalgeber einfach. Wie auf jedem Schiff gibt es eine Glocke, auch hier auf unserem Schiff. Wir sind ein offiziell zugelassenes Binnenschiff für europäische Gewässer der Zone 3 und 4. Also ein richtiges Schiff, Fahrgastschiff. Darum auch der Rettungsring? Rettungsring, natürlich. Feuerlöscher, klar, gibt es auch im Bus, aber Rettungsring ist natürlich auch vorgeschrieben. Und hier befinde ich mich auf der Luke für den MAN-Straßenantrieb. Hier runter befindet sich der Straßenantrieb, also diese 290 PS 6-Zylinder von MAN. Ja. Wir haben in dem Fahrzeug 36 Passagierplätze und 3 Crewplätze. Es ist ein Kapitän, ein Matrose und ein Tourguide. Matrose ist auch vorgeschrieben? Oder? Matrose ist vorgeschrieben, den brauchen wir. Ja, wir sind ein Fahrgastschiff. Okay. Also Matrose muss sein. Auch wenn er einen entspannten Job hat, weil wir nicht anlegen und keine seemännischen Manöver großartig machen. Aber könnte ja mal. Aber könnte sein, dass wir einen Anleger fahren müssten, dann hier unser Matrose. Während der Tour, während unserer Stadtkreuzfahrt, ist der Matrose hier auf seinem Platz und der Tourguide befindet sich in der Mitte des Fahrzeugs beim Einstieg. Das haben wir so gemacht, um einfach die Nähe auch zu unseren Fahrgästen herzustellen, damit der direkte Blickkontakt ist. Wir sind jetzt nicht die Freunde davon, dass jemand aus dem Off im Grunde genommen eine Geschichte erzählt, sondern die sollen schon unseren Tourguide in die Augen blicken und er auch den Kontakt mit den Gästen hat, um auch auf Fragen zu antworten, die es vielleicht gibt. Das war so unsere Idee dabei. Super. Okay. Ach so, eine Frage noch. Gibt es hier WC an Bord? Nee. Nein, es gibt kein WC an Bord. Das ist ein eventueller Raum, der dafür möglich wäre, aber das ist unser Safety Store. Hier drin befinden sich die Rettungswesten. Und einige andere Sachen, ein paar Fender haben wir hier noch zum Beispiel. Zum Anlegen. Zum Anlegen, genau, das sind unsere Fender hier. Eine Frage noch, apropos Rettungswesten, machen Sie eine Notfallübung mit den Fahrgästen? Oder? Nein, wir machen keine Notfallübung, aber wir machen eine Sicherheitseinweisung. Okay. Es gibt so ein paar Regeln, die wir zu beachten haben. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die Fenster während der Fahrt geschlossen sein müssen. Wir erklären den Leuten, wo die Notausstiege sind, wie beim Boarding im Flugzeug im Grunde genommen. Okay.
Sicherheitseinweisung eben. Ne? Ihr lieben Leute, wir freuen uns jetzt auf eine tolle Stadtkreuzfahrt mit euch. Wir haben zwei große Bitten, das ist nämlich genau das. Wir haben einmal hier so einen Kannstein, wenn die Hinteren nachher vorrücken, achtet bitte darauf, da ist ein Kannstein, nicht, dass ihr fallt. Wir haben zwar gute Krankenhäuser in Hamburg, aber muss ja nicht sein heute unbedingt. Ansonsten die zweite große Bitte bei unserem Boarding, was wir jetzt machen mit euch. Wir haben keinen Einstieg, das wäre ja viel zu profan, das kann ja jeder. Das ist ja eigentlich mehr Schiff als Bus, das heißt, wir machen ein Boarding, wie ihr das kennt von AIDA, von Cunard, von Phoenix Reisen, ihr seid ja alles Kreuzfahrt erfahren. Da habe ich die große Bitte, dass immer nur einer zur Zeit hier drauf tritt. Ihr könnt oben unserem Max sagen, wie viele Personen ihr seid. Das versteht sich ja von selber, dass man mit seinen lieben Leuten zusammensitzt. Wir haben von allen Plätzen eine gute Sicht, gute Akustik. Insofern kann da gar nichts schief gehen. Ja, ich will gar nicht zu lange schnacken. In diesem Sinne, Bus Ahoi, immer nur einer zur Zeit bitte. Ja, nicht lang schnacken, kommt in Nacht. Schiff klassifiziert. Das ist ja das Spannende bei uns, dieses Amphibieschiff. So, es ist warm, wir brauchen ein bisschen. Die Rundfahrt beginnt ganz normal. An Land sitzt heute Sven am Steuer, der ein ehemaliger Hamburger Linienbusfahrer ist. Über ein Kapitänspatent verfügt er leider nicht, sodass später dann Jan-Peter Mahlstedt zusteigen wird, der den Bus allerdings auch an Land fahren dürfte. Stolze 4 Jahre dauerte es, bis aus der Idee ein rollender und schwimmender Bus wurde. Die größte Herausforderung dabei war die Zulassung für die Straße, denn Amphibienfahrzeuge sind im deutschen Verkehrsrecht nicht vorgesehen. Das erklärt auch die Taster für den Haltewunsch an Bord. Da gibt es Tabellen vom TÜV. Bei 36 Fahrgastplätzen braucht ihr laut Tabelle vom TÜV 4 Stoppknöpfe für Haltestellen. 1, 2, 3, 4 kann man mal drauf drücken. Wir halten nirgends, aber du musst 4 Stoppknöpfe haben, weil wir 36 Fahrgastplätze haben, sonst kriegst du keine Zulassung als Stadtbus. Die Tour, bei der es sich ja eigentlich um eine Art Stadtkreuzfahrt handelt, startet in der historischen Speicherstadt und führt unter den Elbbrücken entlang zur Nordelbe. Soweit so normal. Eine Stadtrundfahrt, wie sie zigfach seit Jahrzehnten von ganz normalen Bussen durchgeführt wird. Erster Unterschied aber, unterwegs erntet der Bus stets ein wenig ungläubige Blicke von den Passanten. Die Fahrgäste genießen derweil die ungewöhnliche Fahrt und freuen sich auf das, was da gleich kommen wird. Und das ist Jan-Peter Mahlstedt, der mittlerweile auf dem Fahrersitz Platz genommen hat und nun den Bus in Richtung Wasser steuert. So, ab geht's, Freunde, ab geht's. Oh, oh. So schnell geht das in Hamburg vom Stadtbus zum Binnenschiff. Jetzt sind wir mit euch als Binnenschiff unterwegs. Sie dürfen die Fässer gerne mit aufmachen. Die hinten kriegen Aircondition. Der Hafen City Riverbus ist ein Unikat und wurde in Budapest gebaut. Zusammen mit einem Partner, der seit Jahren ein ähnliches Fahrzeug in der Donau fahren lässt. Mit dessen gesammelten Erfahrungen und den Vorstellungen der Hamburger entstand dann das eigene Fahrzeug. Eine Wellengang- oder Windstärkenbegrenzung gibt es nicht, denn alles, was Gewicht hat, sitzt im unteren Fahrzeugdrittel. Da liegt der Bus auch gut im Wasser. Es geht in Richtung eines Sturmflutsperrwerks und weiter in die Billwerder Bucht, ein Ort mit geschichtsträchtiger und maritimer Industrieromantik. Kapitän eines Amphibienbusses, wie kommt man eigentlich dazu? Kapitän bin ich mein Leben lang schon, ja. Angefangen als kleiner Junge in Optimisten, das sind so kleine viereckige Seifenkisten mit Segel, und dann bis hin zum großen Patent. Ja. Das heißt, Sie haben tatsächlich auch die Weltmeere schon befahren? Ich habe die Weltmeere befahren. Ja. Wie kamen Sie dann hierher? Der Wunsch, heimatverbunden zu arbeiten und nicht mehr Zigeuner der Meere zu sein, hat mich dazu gebracht, zurück in meine Heimatstadt zu kommen. Und dann hat man überlegt, was kann man in Hamburg machen, um eigenständige Tätigkeit auszuüben. Und das ist dann dies hier geworden. Ja. Zwar über Umwege, aber am Ende dann doch zielstrebig nach 4 Jahren auch zum Erfolg gebracht. Okay. Ich habe gehört, Sie haben auch einen Busführerschein? Ja, aber den muss ich ja haben. Ich muss das Fahrzeug auch an Land bewegen können. Wie kommt denn ein Kapitän dazu, einen Busführerschein zu machen? Aus der Not. Wenn man so ein Fahrzeug tatsächlich betreiben will, dann muss man schon in der Lage sein, das in allen Elementen zu bewegen. Und daher der Busführerschein.
Heißt das, Sie haben den noch gar nicht so lange? Nein, den habe ich jetzt seit 2 Jahren und habe ihn auch immer noch, erstaunlicherweise, ja. Genau, was ist beim Busführerschein, muss man alle 5 Jahre lang erste Untersuchung machen und jetzt ja auch die Module. Ist es beim Kapitänspatent vergleichbar oder? Ja, das Kapitänspatent ist aufwendiger zu fliegen. Sie müssen weit mehr nachweisen an Sicherheitszertifikaten, aber auch an körperlichen Fähigkeiten. Da geht es dann eher im jährlichen, maximal 2-jährlichen Turnus, dass man Dinge erneuern bzw. auffrischen muss. Ja. Als Kapitän, was sagen Sie zum Schwimmverhalten dieses Busses? Also ganz ehrlich, das ist eins der sichersten Fahrzeuge, auf dem ich bislang auf dem Wasser unterwegs war. Natürlich immer nur diesem Element, ich sag mal Elbe, wir können es ja nicht auf die hohe See damit, das ist ganz klar. Aber es ist ein extrem steifes Fahrzeug, alles was dieses Fahrzeug an Gewicht hat, ist im untersten Drittel. Das macht einen Schwimmkörper sehr, sehr steif. Also wir sind gar nicht anfällig für Schaukeln zum Beispiel. Und es ist ein sehr, sehr sicheres Fahrzeug. Ich kann mit voller Fahrt in die Vollkurve gehen. Da kommt kaum eine Neigung bei raus. Das sind so Beispiele dafür, wie seetüchtig oder wie stabil dieses Schiff ist. Brechen auch manchmal Fahrgäste die an und sagen Ihnen, was Sie davon halten? Ja, wobei ich ganz ehrlich noch überhaupt kein schlechtes Feedback hatte von Fahrgästen. Im Gegenteil, am Ende der Fahrt wird meistens geklatscht und ich habe das Gefühl, das kommt tatsächlich von Herzen oder das ist ehrlich. Und wir haben eigentlich bis über 90% positives Feedback. Das ist eigentlich auch kein Wunder, denn wo eben noch Hamburger Straßen am Fenster vorbeizogen, plätschert nun das Wasser gegen die Außenhülle. Eine maritime Erfahrung, die Busfahrgästen durchaus zu gefallen scheint. Sechs Tage pro Woche ist der Hafen City Riverbus im Einsatz. Dann wird das Fahrzeug gewartet. Das ist auch notwendig, denn 4 Fahrten täglich verlangen dem Amphibienbus einiges ab. Die Hafen City Riverbus-Touren werden gut angenommen. Fast immer sind die Fahrten alle ausverkauft, viele auch schon Wochen im Voraus. Bereits in der ersten Saison bis Anfang Dezember 2016 wurden rund 35.000 Passagiere befördert. Alle Achtung, diese Idee ist aufgegangen. Nach etwa einer halben Stunde auf dem Wasser ist wieder Land in Sicht. Ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, die Rampe überhaupt zu treffen, weil die Strömung setzt quer zur Rampe, das ist also anspruchsvoll. Ich muss immer ein bisschen versetzt anfahren, je nachdem, ob wir Flut oder Ebbe haben. Und ansonsten im Moment viel Gas aussteuern und in dem Moment, wo die Vorderachse aufsetzt auf der Rampe, was genau... Die Rampe beginnt jetzt also unter der Wasserlinie, jetzt hat die Vorderachse auch ein bisschen steuern. Und jetzt muss ich nur noch Gas geben, Hinterachse sind. Sag ich, die Schiffs schließen aus. Ja, Gas weg, hinten. Jetzt mal. Ankunft in der Speicherstadt. Die Gangway ist ausgefahren. Die Fahrgäste verlassen das rollende Schiff. Mit im Gepäck wohl unvergleichliche Erlebnisse, denn wann hat man das schon? Einen derart durchdachten Amphibienbus, der von seinen Erfindern kompromisslos entwickelt wurde. So, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, mit dem Riverbus zu fahren oder woher wussten Sie davon? Da war mal eine Sendung im Fernsehen, da ging um Berufsraten und da war dieser Kapitän zu erraten, was er so macht. Und das war natürlich... War nicht zu erraten, oder haben sie es dann doch erraten? Ich weiß nicht genau. Ja, nun war vorgesehen 4-5 Tage Hamburg und dann war das natürlich klar, das Interesse geweckt. Und wie war es? Wunderschön. Dann kommt noch das technische Interesse dazu. In der Jugend als Hobby Bus gefahren, selber ein Segelboot gehabt und dann ist das schon die Technik interessiert. In unserer Gegend gibt es ja auch Boote, Senftenberger See. Panoramaschiff ist das neue da, da haben wir auch schon mitgefahren.
Barbara, das alte Schiff, da sind wir auch, also wir sind immer... Also immer so ein bisschen wasserbezogen, genau, ja? Genau, und Schiffstouren sowieso, Donau und Rhein und so haben wir alles schon gemacht. Okay, und dann ist das jetzt quasi hier die Komplettierung sozusagen. Ja, also das ist das Highlight, weil wenn man ja auch so technisch interessiert ist, ist das natürlich schön. Ja. Thank you.